Star News, hallo und herzlich willkommen. Heute in der Star News, darum aufgepasst. Ein Bericht vom Finalcasting von der Miss Earth Schweiz Wahl, denn haben wir euch. Auch noch ein Update in Sachen Cinema for Peace, das zum 8. Mal in Berlin stattgefunden hat. Und jetzt steigen wir ein mit der Swiss Moto. Das ist die Messe, die das Herz von jedem Motorrad- und Töff-Fan höher schlagen lässt. Und das Beste kommt noch, dann habe ich Tickets für euch. Aber jetzt zuerst alles Wichtige in Kürze über die Swiss Moto. Glänzender Chrom, donnernde Motoren und jede Menge Action. Über 100 Aussteller, fast 200 Marken auf 13.000 Quadratmeter. Das ist die Swiss Moto 2009, die legendäre Motorradausstellung im Messezentrum in Oerlikon. Vom 19. bis 22. Februar dreht sich in den Messehallen alles um die heißen Feuerstühle. Für weiteres Spektakel sorgt die dritte Indoor-Freestyle-Weltmeisterschaft. Mehr Infos gibt's unter www.swiss-moto.ch. Wenn du jetzt dabei sein willst, ja, das Swiss Moto zwischen dem 19. und dem 22. Februar, dann habe ich jetzt Tickets für dich. Wenn du eine Frage richtig beantwortest, die nicht allzu komplizierte Frage, mit ein bisschen Restverstand relativ einfach kann beantwortet werden, lautet, wie viele Rädli, also Räder, hat ein Quadbike? Sind das A, 4 Rad oder B, 5 Rad? Wenn du die Antwort weißt, dann schick dir an Zielnummer 990 mit dem Keyword News Abstand A für 4 Rad oder News Abstand B für 5 Rad. Toi, toi, toi und viel Spass an der Swiss Moto. Jetzt von der Swiss Moto zurück in die Vergangenheit und zwar die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Die sind das ja auch schon wieder Geschichte und im Rahmen der internationalen Filmfestspiele hat aber auch das 8. Cinema for Peace stattgefunden. Wenn du nicht völlig updated bist, was das ist, Cinema for Peace, was, wie, wo, da sind alle Infos für dich. Gendarmenmarkt, Konzerthaus Berlin. Cinema for Peace, der Event mit dem größten Promi-Faktor im Rahmen der Berlinale. Hollywood-Glanz und Glamour, internationale Stars kommen gerne zum Oscar mit Verstand. Preisträger Leonardo DiCaprio widmet sich erstmal seinen Fans. Trotz der Minustemperaturen schreibt er geduldig Autogramme. Michael Gorbatschow, ein immer gern gesehener Gast, ist ein Laudator des Abends. Hans-Dietrich Genscher trifft mit Ehefrau ein. Auch Sir Bob Geldof und Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll sind da. Klaus Meine von den Scorpions posiert mit Gattin und Luis Moreno Ocampo bringt die Preisträger aus Liberia mit. Ein regelmäßiger Gast ist Sir Ben Kingsley, ebenso wie die französische Leinwanddiva Catherine Deneuve. Ladies and gentlemen, often it is only because of recognition. Oft ist es nur Cinema for Peace zu verdanken, dass einem Film die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Your movies go on to find a wider audience. Ladies and gentlemen, welcome the founder. Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir den Gründer von Pink Floyd und den Autoren von The Wall, Roger Waters, willkommen. Waters. Standing Ovations für einen Musikveteranen. Roger Waters nimmt begeistert seinen Preis aus den Händen des Ex-Außenministers entgegen. Ladies and Gentlemen. Meine Damen und Herren, er ist nicht nur der erfolgreichste Schauspieler unserer Zeit, er ist auch ein wahrer Held. Unser erster Green Award geht an Leonardo DiCaprio. Goes to Leonardo DiCaprio. Der Hollywood-Star nimmt von seinem Freund Michael Gorbatschow den Preis entgegen. Seit über 10 Jahren ist DiCaprio aktiver Umweltschützer. Den Preis erhält er für seine Dokumentation 11th Hour, in der auch Gorbatschow mitwirkte. Der Abend hat sich gelohnt. 400.000 Euro für einen guten Zweck. Für die Miss Earth Schweiz Nasanin Nouri wird eine Nachfolgerin gesucht. Und damit es auch eine würdige Persönlichkeit ist, hat man das finale Casting in Bern gemacht. Wir sind natürlich auch dabei gewesen. Welcome to Miss Earth.
So nennt sich der internationale Schönheitswettbewerb, der auf der ganzen Welt immer mehr an Popularität gewinnt. Doch im Gegensatz zu den üblichen Misswahlen geht es hier um mehr als nur um einen perfekten Körper und eine tolle Ausstrahlung. Die hübschen Bewerberinnen haben vor allem ein Ziel vor Augen: sich im Bereich des Umweltschutzes oder der humanitären Hilfe zu engagieren. Seit genau 8 Jahren gibt es diese besondere Misswahl mit dem Slogan Schönheiten für einen Zweck. Auch in der Schweiz ist das Interesse sehr groß, sich für gemeinnützige Projekte einzusetzen. Aus diesem Anlass sind viele Mädchen zu Miss Earth Casting gekommen, dieses Mal nach Bern. Die Hoffnung ist da. Ich denke mal, ich sehe wirklich nicht schlecht aus, aber dann kommt immer so, ja, yeah, aber vielleicht kommt die andere und so. Also, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist relativ schwer, weil es hat doch sehr viele gute Leute hier. Aber ich hoffe, dass wir mit meiner natürlichen Art und meiner Ausstrahlung auch ein bisschen punkten können. Um was es hier genau geht, verrät uns der Organisator. Heute ging es von all diesen Bewerbungen, haben wir von diesen 40 besten Frauen versucht, in kurzer Zeit die mehr als nur Schönheit wollen vertreten, sondern noch das Herz am richtigen Fleck haben und einfach die Lust haben, Engagement zu haben. Und den Rest tun wir ihnen Schritt für Schritt beibringen und lehren. Mitgemacht hat man, weil meine Mama und meine Tante mich angemeldet haben. Ich habe das bis vor ein paar Tagen gar nicht gekannt. Weil bei uns im Wallis geht das anscheinend nicht so rum. Und ja, aber ich habe von dem Projekt gehört, habe mich im Internet ein bisschen informiert und habe das Gefühl, jawohl, das ist richtig eine gute Sache. Angst hat man vor allem vor mit diesen Absätzen vielleicht irgendwie umknicken oder Misstritt machen oder die Frage nicht beantworten, aber es geht schon. Aufregung liegt in der Luft, denn gleich müssen die Kandidatinnen auf die Bühne, sich schön präsentieren und sich den knallharten Fragen der Jury stellen. Doch bis es erst einmal soweit ist, geht es zuerst zu Make-up-Artisten und Stylisten. Die 40 Bewerberinnen stehen nervös und doch parat im Gang. Die letzten Anweisungen werden noch gegeben und schon geht es auf die Bühne. Die Antworten müssen spontan, aber zugleich schlagfertig sein. Gar nicht so einfach. Ich würde gerne den armen Kind helfen. Also ihnen jetzt krankheitsmässig. Du kannst gut aus dir rauskommen. Ja, wenn es muss sein, dann schon. Also dann bitte ich dich mal, das Mikrofon wegzutun und schreie mal da in die Menge raus. Puh, gar nicht so leicht. Doch der erste Schritt wäre schon mal geschafft. Für eine Kandidatin lief es besser als gedacht. Schwierig war vor allem für sie. Ich habe mehr Angst vor den Fragen, die sie stellen, dass sie die ihnen nicht beantworten kann oder so. Aber es waren noch relativ gute Fragen. Ja, sie haben mich so gefragt, ob ich jetzt tanzen würde. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte es mit einer Kollegin. Dann ist sie gleich vorgekommen und ja, dann haben wir Walzer getanzt. Auch die amtierende Miss Earth, Nazanin Nouri, sitzt in der Jury. Ihre Projekte und ihr ehrenamtliches Engagement sind beeindruckend. Ich habe ja eigentlich als Miss Earth mich dafür eingesetzt, dass ich mich für Frauen möchte stark machen möchte, Frauen, die Gewalt erleben. Und ich habe selber in meiner Kindheit halt auch Gewalt erlebt und habe meine Mutter leider durch einen Gewaltakt verloren. Und jetzt durch das, dass ich jetzt eben Miss Earth war und mich für Frauen eingesetzt habe, ist halt sehr vieles von der Vergangenheit aufgekommen und ich bin daran gewachsen. Und mit meiner Miss Earth-Organisation zusammen. Sie sind für mich da gewesen, sie haben meine Tränen getrocknet, mich wieder träumen lassen, mich zum Lachen gebracht. Die Organisatorin Tanja Macic zieht ein Resümee. Es war vielseitig, es war lebendig, es war lustig, es war alles ein bisschen emotionell. Also wir haben von ein paar Kandidaten eben mitbekommen, dass eben auch eine Familie von krebskrank ist. Darum haben sie sich entschieden, hier zu machen zum Beispiel. Eben, es war allem emotional gewesen, einfach schön. Zeit für eine Beratung und hier nun ein Ergebnis. 10 Mädels haben schlussendlich die Jury überzeugen und sich gegen die Konkurrentinnen durchsetzen können. Here they are, die Finalistinnen vom diesjährigen Miss Earth Casting auf den Stufen zum Erfolg. Hallo, ich bin Barbara aus Thun, ich bin 24. Ich bin Stefanie, bin 23 und komme aus Strengelbach im Kanton Aargau. Salut, je m'appelle Amandine, j'ai 20 ans et je viens de Genève. Hallo, ich bin Christina, 19 anni, von Bern. Ciao, io sono Eva, ho 20 anni e vengo da Lugano. Hallo zusammen, ich bin Maria Isabel, bin 22 und komme von Basel. Hallo zusammen, ich bin Graziella und ich bin von Lies und ich bin 21. Hallo, ich bin Karen, ich bin 19 und ich wohne in Ascona. Hallo, ich bin Nicole, bin 25 und komme von Zürich. Hallo zusammen, ich bin Zeiler Andrea, bin 21 und komme aus Brigliese.
Bis zum Finale am 27. Juni im sonnigen Ascona hat man noch so einiges Spannendes mit den Kandidatinnen vor. Ein Highlight zum Beispiel ist das Fotoshooting bei Gregory Knies Zirkus Salto Natale. Mehr darüber erfahrt ihr dann beim nächsten Mal in Star News. Das ist schon wieder gesehen vom heutigen Star News. Wir sehen uns aber wieder nächsten Donnerstag um 18.00 natürlich auf Star TV. Bis dann. Das nächste Mal bei den Star News nehmen wir euch mit am Geburtstag von Adidas. Die jubilieren, und zwar der 60-jährigste Geburtstag. Drum, das nächste Mal bei den Star News. Dynamisch, sportlich, bei Star TV.